Steinriesen wüteten in der Ferne und die Gemeinschaft sammelte in höchster Not ihre Sachen zusammen und suchte verzweifelt nach einer Höhle, in der sie vor dem Sturm Schutz suchen konnte. Hallo und recht herzlich willkommen, liebe Gaming-Freunde, mein Name ist Sirius und jetzt geht's natürlich, wer hätte das gedacht, weiter mit dem aktuellen Hobbit-Let's Play! Turin, irgendwas Schild. So, das ist das, wo man immer jemanden mit Stab hinstellen muss, wenn so eine grüne Plattform kommt. Na, komm her. Wechseln, der nächste, nein, nicht du. Also doch, der wird vielleicht sogar schon reichen. Was denn jetzt? Reicht der schon? Nee, also eher nicht. Also wir brauchen noch jemanden mit Stab vermutlich. So. Komm ja schon. So, hoch genug. Wollen wir uns mal hier ein bisschen am Steinriesen hinaufangeln. Was ist hier los? Kann das nicht? Oh, oh. Ja. Okay, ich komme ja schon. Hey, hey, solltet nicht alle darunter hüpfen, ihr Komiker. Ah, jetzt ging's. So, ein bisschen konzentrieren hier. Wann man wie springt. Und dann klappt es auch mit dem Hobbit. Oh, blauen Stein eben mitnehmen. Zack. Und hier, Buddy Move, ich bräuchte mal Hilfe. Buddy Move. Hey, nicht hier so. Jetzt aber. Buddy Move. Uah. Was haben wir mir jetzt abgehauen gerade? Ich will es gar nicht wissen. Oh, hier ist was. In die Höhle hinein. Durchnässt und erschöpft stolperte die Gemeinschaft in eine große, leere Höhle. Das Glück schien sie an einen trefflichen Ort geführt zu haben, um den Sturm abzuwarten. Doch dies war leider ein Trugschluss. Scheint sicher zu sein. Sieh dich weiter hinten um. Höhlen im Gebirge sind selten unbewohnt. Wir sollten doch in den Bergen warten, bis Gandalf zu uns stößt. Pläne ändern sich. Wovor? Übernimm die erste Wache. Was ist das? Zurück! Nein, zurück! Ich warne dich, komm kein Schritt näher. Okay, er ist benebelt. Und mein Kumpel, oder was? Das gibt's doch nicht. Das ist ja mal geil. Können wir ihn spielen? Ja, das gibt's nicht. Oh, entschuldige. Dann kloppen wir hier uns noch immer eben den Weg durch die Pilze frei. Blauer Stein leuchtet und grinst uns da schon an. So, so kann man auch eine ganze Folge voll kriegen, oder? Einfach mal alles platt prügeln und so. Boah, was ist denn hier los, ey? Halleluja. Ich hab heute irgendwie ein bisschen Bock drauf. Ich weiß auch nicht.
weiß gar nicht, wie ich das spielen würde, wenn ich das komplett ohne euch gucke. Ob ich dann echt alles klein hauen würde oder ob ich ein bisschen mehr einfach so durchzocken würde. Naja, ist auch egal. Was ist das hier? Ah, eine kleine Höhle. So, können wir hier oben wahrscheinlich das Skelett runterschlagen. So, und jetzt? Soll den Kopf nehmen, oder was? Achtung, ich werfe mit dem Kopf! Ey! Bist du behindert, oder was? Entschuldigung. Ach, man muss den ab und zu verprügeln, damit er verwirrt ist, oder was? Das ist ja geil. Ja, das ist ja super geil. Super geil. Aber ich hau ihn mal eben auf die Omme. Damit der weiterhin schön treu und loyal bleibt. So, hier ist ein Hinweisschild, das gucken wir uns mal eben an. Augenblick. Bleib schön loyal. Billwisse können mit ihren scharfen Klauen an Lego Billwiss-Wänden klettern. Was sind denn Billwisse? Ist er ein Billwiss? Ah ja, anscheinend. Ich dachte, er wäre ein Ork. Aber was kann er denn sonst noch machen? Er kann hier weiterrennen. Und wie holen wir jetzt Bilbo zu uns? Oder soll ich sie nun abfarmen oder was? Nee, kann nicht sein. Da müssen wir einen Buddy-Move machen auf jeden Fall. Wir nehmen einen Kopf. Hey. Hab ich doch. Komm her, Kopf. Okay, einmal. Glücklicherweise werde ich nicht nochmal verrückt. Ja. Mir fällt bestimmt gleich auch die Lösung ein. Kann Bilbo hier hinten nicht hoch oder was? Ne, Bilbo kann hier nicht hoch. Okay, also musst du irgendwas, musst hier irgendwas machen, Alter. Ah, hier eine Brücke bauen. Ich wette, ich fall jetzt trotzdem runter. Geh mal aus dem Weg, du besoffener Ork. Ah, ne, du bist ja gar kein Ork. Du bist ja ein, weiß ich nicht mehr was. Hier, Buddy Move. Oder? Ne, Buddy Move geht nicht. Ah, eine Konstruktionsstation errichten wir. Okay. Wollen wir das mal eben machen? Immer wieder auch bauen müssen. So, okay. Das? Kleine Platte. Zweierstein. Rock. Knöpfchen. Zahnrad. Und Drehkreuz oder irgendwas. So, 20.000 Punkte abgeräumt. Geht doch. Ab und zu geht's ja auch mal. Ich habe Bilbo schon mal in die Maschine gesetzt. Na, da war jetzt, das war ein Trugschluss anscheinend. Was muss ich machen? Also muss er irgendwas machen, auf jeden Fall. Hier? Ah.
Okay, was muss ich machen? Ich hätte jetzt gedacht, ich muss eher irgendwie... Das ist ein Bug. Das muss jetzt ein Bug sein. Ah, nee, komm mal da. War da? Nee. Ich hätte jetzt wirklich gedacht, ich muss mir... Hier, das sieht ja so aus wie so ein Katapult, oder? Boing, boing, boing. Komm, Hobbit. Nee. Jetzt hänge ich irgendwie fest. Also Bilbo muss da anscheinend drin bleiben. Wir müssen irgendwas mit ihm unternehmen. Im Zweifelsfall erstmal die komplette Umgebung immer klein holzen. Manchmal findet sich dann noch irgendwas, was man noch übersehen hat. Man kann da auch nicht hingucken, ne? Da wo er jetzt steht. Nee. Vorhin taucht ja hier dieser Schädel auf. Ich glaube nicht, dass das so schlecht gemacht wäre, dass man das hier nicht erkennt, was man machen muss. Ha. Okay, jetzt stehe ich gerade am Schlauch. Was meistens immer schlimmer wird, wenn man Zuschauer hat. Wenn man dann der Meinung ist, man müsste sich total beeilen und dann steht man irgendwie immer noch mehr am Schlauch. Als man eh schon am Schlauch stand. Dass hier ein Kilometer weit weglaufen soll, das kann irgendwie nicht sein. Lasst uns mal überlegen. Nix, was uns hier irgendwie weiterhilft. Das kann ich nicht abbauen, da oben komme ich nicht dran. Ich kann keine andere Figur holen. Bilbo spielen macht gar nichts, löst auch nichts aus auf dem Controller. Also bleibt uns eigentlich nur... Oh! Jetzt, Mann! Die Lösung war so einfach. Ich musste nur mal auf die Maschine hämmern. Das wusste ich ja nicht. Augenblick. Ich hau dir noch... Oh, jetzt habe ich ihn zerstört. Oh, das tut mir leid, mein Freund. Ah, da bist du ja nochmal. Weiter geht's. Nicht mehr verirrt sein. Wir wissen sichere Wege für Hobbits. Also, wieso machen wir nicht ein kleines Rätselspielchen? Ja. Und wenn es verliert? Nun, wenn es verliert, mein Schatz, dann fressen wir es. Einverstanden. Was hat Wurzeln? Man kann sie kaum sehen. Ist höher als alle Baumwipfel stehen. Nach oben steigt es bis ans Licht. Und dennoch wächst es nicht. Was war nochmal die Rede des Rätsels Lösung? Ich kann mich da nicht mehr dran erinnern. Pauschal immer erstmal alles kleinkloppen, wenn man nicht weiß, wie es weitergeht. Das ist immer eine gute Lösung. Was war das nochmal? Es hat Wurzeln. Es ist höher als der... Ich weiß es nicht mehr. Aber Bilbo wusste es. Also zumindest im Film. Eben irgendwas bauen. Der Berg. Ah, das weiß ich, das ist der Fluss. Oder der Bach oder irgendwie sowas. Der murmelt in seinem Bachbett oder irgendwie sowas.
Augenblick, eben nur hier ein bisschen farmen. Was das jetzt mit der Rätselslösung zu tun hat, bleibt mir zwar fremd, aber egal. Der Wind. Ach, der Wind. Der Wind murmelt? Okay. Oh, Gollum wird böse. Jetzt aber der Fluss. Ich hab doch gar nicht da unten angeworfen. So kurzes auf dem Schlauch stehen. Eigentlich müsste ich doch da oben dran werfen. Da wird's auch. Oder muss ich da stehen und dann irgendwie nach oben werfen oder was? Das sehen wir jetzt. Moment, wir finden auf jeden Fall noch des Rätsels Lösung, meine Freunde. Hä? So, wie immer, wenn man am Schlauch steht, ist mal alles kaputt hauen. Antwort ja gleich. Ich überlege gerade nur noch. Wo muss ich stehen, damit ich da hinwerfen kann? Muss ich da an einem bestimmten Platz stehen oder was? Ah ja, jetzt ging's. Geht doch! A little bit tricky. Und jetzt haben wir so eine kleine Höhle, durch die wir kriechen können als Hobbit. So, und da ist dieser fünfte, den können wir auch... Ne, das da oben. Das da oben, das Ding, da mussten wir 5 von sammeln. Ja, ich klopp jetzt hier einfach alles windelweich hier. Uah! Fall nicht runter, Alter. Ich baue hier irgendwas. Eine Leiter, wie es ausschaut, aus Knochen und eine Brücke. Guck mal, ich krieg das da oben nicht. Ach, dann leck mich doch, dann sammle ich die Dinger eben nicht, wofür auch. Achso, nee, wir mussten wirklich ihn da haben, oder was, ne, wie es aussieht. Wofür musste ich ihn jetzt hier hochholen? Er läuft schon so ein bisschen amok. Ich hätte jetzt gesagt, um hier irgendwas kaputt zu hauen. Dass die ganze Scheiße runterfällt da oben. Hier ist da auch nichts, wo ich hochklettern kann. Es sieht auch so ein bisschen aus, als wenn wir nach vorne an die Ketten springen müssten, oder? So um den... Ah ja, da! Ha! Sah nicht nur so aus, sondern es war auch so. Oh nein, schon wieder was bauen oder was? Wollen wir das noch mitnehmen, die heutige Folge? Wird es halt ein bisschen länger. Ist das okay für euch, wenn die Folge 20 Minuten geht? Ich hoffe mal.
So, gucken, was der Verwirrte hier bauen kann. Fehlt noch irgendwas? Ne, alles da. So, dann ist aber mal genug, oder? Hoffe ich. Große Runde Platte. Hey, oh. Scheiße. Kleine Runde Platte. Nüppi. Stange. Kugel. Plattform. Ach, nein, die. Hä? Die? Okay. Hab ich nicht. Hab ich einfach nicht. Achso, das war falsch schon angezeigt. Oh, es wird immer. Es wurde ein wenig mehr tricky. Ist die Zeit, die verrinnt, oder was? Ist das geil gemacht. Wer hat es gewagt, bewaffnet in mein Königreich einzudringen? Spione? Diebe? Mordgesinde? Zwerge, euer Bosheit. Zwerge? Die waren in der vorderen Eingangshalle. Ich kenne dieses Schwert, das ist der furchtbare Ochsbalter, der Beißer! Erschlagt sie! Tötet sie! Tötet sie alle! So, meine lieben Freunde, jetzt wo ich den furchtbaren Ork-Spalter aufgenommen habe, muss ich sagen, ich beende das Video für heute. Ich glaube, es war lang genug. Ich hoffe, es hat euch ein ganz klein bisschen gefallen. Großartige Szenen mit Bilbo und Gollum. Ich sag auf jeden Fall, wenn es euch gefallen hat, dann einfach Daumen nach oben klicken. Bis zum nächsten Mal und haut rein.